Hallo meine lieben 40.000 Fans da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Gladius Relics of War, wo wir immer noch versuchen hier ein zweites Standbein zu etablieren, hier so ein bisschen abseits quasi von den anderen Problematiken. Da haben wir immer noch hier unseren Tarvigon, der kann eigentlich gleich auch schon mal hier heilend aktiv werden. Ich möchte hier diese Jungs nicht verlieren. Und wenn wir das Gebiet hier haben, ist es eigentlich sogar relativ gut verteidigbar, ne? Also das Problem ist halt, wir haben keine Fernkämpfer. Aber ich habe mal so ein bisschen in den Technologiebaum geguckt. Es gibt vielleicht die Möglichkeit, dass da noch Fernkämpfer kommen. Es ist da von Artillerie die Rede. Oder sowas ähnlichem zumindest. Dem mache ich hier gut Schaden. Aber erstmal muss der Dicke hier weg. Der nervt nämlich. Dann kann ich hier noch angreifen. Aktiviere jetzt mal hier Geißel der Brut. 90% extra Schaden. Das räumt den Jungen weg. Ja, genau so macht man das. Das gibt es auch ein bisschen Punkte hier. Wir haben auch hier dadurch ein bisschen was geheilt, wie es aussieht. Und ich rücke an diese Stelle. Bleibe mit denen hier. Ich möchte sie nicht verlieren, deswegen. Ich rücke vorsichtig vor. Ich habe ja auch nicht wirklich Eile. Ach so, ja, und er hat ein Level-Up. Was haben wir denn hier? Adaptive Biologie, Schadensreduktion. Klar, das machen wir als allererstes. Ein bisschen was regenerieren. Ich kann neben hier noch mit ihm, wir haben noch ein bisschen Einfluss, die Walachei aufessen. Warum nicht? Sie sieht lecker aus. Hier den Wald zum Beispiel. Der nervt mich sowieso schon die ganze Zeit. Habe ich den jetzt hier einfach gegessen, habe dadurch jetzt hier ein bisschen Biomasse bekommen. Sehr, sehr angenehm, diese Fähigkeit der Malanthropen. Wenn man mal dran denkt, sie einzusetzen. Hier überspringe ich einfach mal, der soll einfach nur hier abdecken. Hier sollen sich heilen. Ich kann halt gerade eben wirklich rein gar nichts mehr bauen. Rein gar nichts mehr. Im Grunde könnte man auch sagen, die Stadt hier ist im Grunde saturiert. Und ich habe auch mal geguckt, na, es gibt auch irgendwann mal die Möglichkeit, wir werden das glaube ich jetzt nach dieser Runde erleben, es gibt tatsächlich die Möglichkeit noch mehr, also sich ein bisschen auszubreiten, aber anscheinend nur ein einziges Beat. Also ein einziger Ring. Au! Würden Sie das bitte lassen? Das ist Privateigentum. Heiliges Blechle. Ja, also wir sehen, diese katachianischen Teufel sind nach wie vor wahre Herzchen. Brutale. Einige Geschöpfe des Schwarmbewusstseins werden in gesonderten Biobauten gezüchtet, da sie für eine vergleichsweise starke Fokussierung und viele Ressourcen erforderlich sind. Im Falle mancher Kreaturen liegt die gesonderte Züchtung jedoch schlichtweg an ihrer Größe. Die Bruthalle beherbergt all jene riesigen Kreaturen, die für das Brutnest zu groß sind. In diesen riesigen, in diesem hohen Komplexen mit Uterus-Kavernen, voller Flüssigkeit könnten die Muskeln und Knochen dieser monströsen Giganten gebildet werden. Da kommen wir dann hier auf Carnifexe. Können wir sogar schon machen, so wie ich das sehe. Eine Exokrine. Das hier, ja, hier seht ihr, da ist Artillerie, ne? Artillerieeinheit. Hier, der Haruspex, Kreatur mit Greifzunge. Oder so in der Art. Der Trygon, monströse Kreatur mit unterirdischen Angriffen. Und der Tyrannofex, monströse Kreatur mit Fernkampfwaffen, die selbst einen stärksten gepanzerte Fahrzeuge ausschalten können. Yeah, genau das wollen wir haben. Ob das Millionen Jahre dauern, da hinzukommen. So, vorgerückt und ausgeschaltet, würde ich mal sagen. Wir gehen das noch, gehen da los. Bam, bam. Dann, please. Over hier und den platt gemacht. Dann rücke ich mit ihm hier dahin, heile ihn hier hoch, dass er. Ja, das springt jetzt hier natürlich wieder. Hier noch einen sauberen Angriff durchführen können. Genau, es sind nämlich wieder zwei. Cool ist, in der nächsten Stufe gibt es dann nochmal ein paar Lebenspunkte. Was ich sehr gut finde. Tarvigon bis jetzt eigentlich eine unserer besten Einheiten im ganzen Stall. Dann gehst du da drauf. Erobere damit jetzt hier das Ding hier. Das ist jetzt hier erkundet. Und wir greifen hier noch an. Gegen die Dinger machen wir halt echt Schaden. Das ist cool.
Gegen alle anderen nicht so. Das ist nicht so cool. Das ist halt echt krass, ne? Man muss echt gucken, dass sich das echt lohnt, hier das alles abzufarmen. Das ist schon sehr, sehr teuer hier. Der beste Ort hier quasi, dann das zu machen, ist hier oben. Hier so. Oder da. Vielleicht auch direkt hier. Ja, ist egal wo. Ich habe immer irgendwo eine nicht so geile Position. Ich werde jetzt diese Stadt mal gucken, wie ich die Stadt jetzt gründe. Habe ich hier Nahrung und Forschung. Das ist eigentlich ziemlich gut. Man könnte ja einen richtig geilen Forschungskomplex bauen. Aber wir werden den Bonus eh nicht im Grunde behalten können. Also auf jeden Fall wird diese Stadt jetzt hier gegründet. Und ich bin der Meinung, dass wir hier am besten gleich schon mal was in die Forschung reinsetzen. Also als allererstes Forschung da rein. Ich möchte schneller forschen. Mag forsch klingen, aber ich möchte schneller forschen. Ach Gott, das habe ich sie versehentlich. Ah, ich habe vergessen, dass die nicht alleine rumlaufen können. Das ist natürlich ärgerlich. So, wir haben jetzt die hier, die sich immer noch hier regenerieren. Wir produzieren immer noch den Kollegen da. Was sind das hier? Das sind Hormaganten. Machen wir nochmal eine Einheit Gargoyles. Gut, also ich möchte die Stadterweiterung so schnell wie möglich haben. Das ist Ripper-Dispersion. Genau, mehr Hexfelder. Das heißt, wir werden uns jetzt hier weiter voranarbeiten. Ich möchte für diesen Zweck Mega-Fauna-Kammern. Den Carnifex, den wir jetzt auch schon bauen können, glaube ich. Den können wir schon bauen, ne? Habe ich doch irgendwo geforscht. Meine, den kann ich schon bauen. Hier, Carnifex-Stachelporen, das ist ja einfach besser. Eine zusätzliche Explosivwaffe für den Fernkampf. Klingt witzig. Und dann gehen wir direkt danach auf die Stadterweiterung, dass wir die Stadt so schnell wie möglich erweitern können, uns noch mehr Gebiete einverleiben können und dann endlich weiterbauen können. Damit wir nicht so viele Städte bauen, denn wenn wir zu viele Städte bauen, dann haben wir einen Malus auf die Loyalität, wie wir jetzt hier schon sehen, minus 6 auf die Anzahl der Städte. Das geht noch minus 1, aber mehr wird ungeil. Mehr wird richtig ungeil. Und dann baut man lieber die wenigen Städte, die man hat, richtig effizient aus. Also die sind richtig gut, die Kleinen, gegen diese katachianischen Teufel. Währenddessen die echt extrem stark gegen unsere Großen sind. Erschreckt mich geradezu, wie stark. Granitenkrieger an denen versagen. Auf jeden Fall gibt es hier gut XP. Dann rück du doch schon mal hier hin. Unser Alpha-Krieger ist immer noch das Beste, was wir haben. Dann räumen die Kleinen das jetzt hier weg. Ausgezeichnet. Das hat mir gefallen. Mit dem will ich gar nicht so weit davor. Wir müssen auch gar nicht mehr mit so viel davor. Ich rücke dahin und dahin. Ach, und der hat ein Level-Up. Cool. Wir können die Heilung verbessern. Jawohl, plus 12 Trefferpunkte. Ab jetzt geht das süße Leben los. Wir haben den Malanthropen jetzt hier. Dieser Malanthrop kann natürlich hier die Landschaft aufessen. Das müssen wir, warte mal, wenn ich das Gebiet kann, glaube ich, alles hier nochmal, wenn ich eine Stadterweiterung bekomme, hier noch aufessen. Ich gehe mal, ja, da drüben wohnen die Orks. Nee, da kann ich nicht essen gehen. Aber ich kann hier essen gehen, hier in der Umgebung. Einfach mal wirklich hier die Walachei aufessen. Es ist besser als nix. Essen wir mal das da. So. Das ist jetzt unser mampfender Malanthrop, der MM. Wir müssen halt gucken, dass wir das halt auch, dass wir auch irgendwie noch mehr Einfluss generieren. Denn jede Runde 20 Einfluss ausgeben, dann sind wir irgendwann mal einflussblank. Einflusslos. Wir haben keinen Einfluss mehr auf das, was geschieht. Okidoki. Hier gab es wieder mal ein bisschen Schaden. Und jetzt können wir zum ersten Mal hier... Ach nee, ich muss näher ran. Hier ist auch noch ein Necron-Platz, den sehe ich jetzt erst. Jetzt kann ich erstmal ihn hier hochheilen. Unser Alpha-Krieger, das wichtigste Tierchen, das wir haben. Boah, wie der den
Einfach mal, warte mal, komm, den kann er mit einem Schlag killen. Also gegen die Viecher macht's Spaß. Das ist echt saugeil. So. Wären nur alle Gegner so. Ich warte mal ganz kurz hier, heile die hier hoch, mit denen gehe ich dahin. Die können vielleicht nächste Runde hier drüber springen oder sowas in der Art. Ihr macht mal heile, heile Segen, genauso wie ihr. Ach ne, ihr müsst gar nicht. Er kann derweil das hier essen. Ich esse halt nur wirklich das, was sich lohnt. Wir beginnen jetzt mit Cherry Picking. Wächst. Wie lange dauert es noch? 12 von 32 dauert also noch ein bisschen bis. Minus 11. Durch Bevölkerung. Ich muss dringend noch irgendwie mal ein Gebäude bauen. Das ist eines der nächsten Dinge, die wir bauen, damit dieses Städtchen hier effizient bleibt. Produzieren wir einfach original irgendwann gar nichts mehr. Da kommt wieder was. Aber wie wir sehen, passiert da nicht viel. Und das ist, glaube ich, die gesamte Insel hier, ne? Bäm, bäm. Und aufgeräumt. Ach, da drüben, das ist ja der... Die Ruine da, das sehe ich jetzt erst. Hallöli. Das ist der Bau von denen. Und die sollten definitiv nicht so nah an uns rankommen. Ah, ich kann das noch nicht einnehmen, weil irgendwas im Weg ist. Es sind Dinge im Weg. Ich heile mal kurz mal den da hoch. Ich verstehe bloß trotzdem immer noch nicht, warum diese Viecher, die Gargoyles, nicht als Flieger zählen. Es geht mir einfach nicht runter. Ich verstehe es nicht. Ah, und da ist der Schwarmtyrant und der gleich schon mal ein Level up. Was können wir denn mit dem machen? Der soll ein starker Psioniker sein. Auspeitschen, dann wird er schneller. Mentaler Schrei. Panzerungsdurchschlag 100. Okay, wir haben endlich mal was, was Panzerung durchschlagen kann. Wird deswegen auch gleich mal hier mal hochgepimpt. Herrschaft. Plus 2 Loyalität. Dadurch ist die Loyalität hier wirklich höher. Tatsächlich, die Loyalität ist höher. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Aber das ist nichts, was ich benutzen kann, ne? Ich muss aber sehr nah ran, um das zu verwenden. Na gut, wir bleiben sowieso jetzt erstmal hier. Die sollen einfach nur hier dieses Städtchen jetzt hier mal so ein bisschen verteidigen. Das ist jetzt sozusagen ihre Hauptaufgabe. Währenddessen er hier nochmal sich einen leckeren Bissen gönnt. Oh, 25. Ich glaube, ich sollte diese Gegend hier einfach aufessen. Da lohnt es sich auch mal kräftig zuzubeißen. Will ich nochmal einen Alpha-Krieger machen? Ich finde die Alpha-Krieger halt schon wirklich gut. Wobei, so ein Tervigon ist fast besser, um irgendwas zu heilen. Wir holen uns lieber nochmal einen Tervigon. Wobei, wir können es nicht machen. Ich sehe gerade eben, der Unterhalt ist 6. Und wir haben maximal plus 4 gerade eben. Also wir müssen dringend eine Loyalität und im Unterhalt für Einfluss was unternehmen. Sonst brennt uns nämlich die Bude ab. Will ich da so keck sein und das einnehmen? Ich flieg mal. Ah, warte mal, jetzt sehe ich sogar was hier. Da steht ein Librarian. Good to know. Der könnte ja theoretisch gleich mal hier Opfer unseres Schreis werden. Guck mal, was passiert. Ich möchte das getestet haben. Ja, ja, der wehrt sich jetzt hier. Wir können uns mal aus der Nähe angucken. Ja, der sieht schon fröhlich aus, unser Kollege. Was machen wir hier? 3,7 und wenn wir das hier anwenden. Ich dachte, das wäre eine Fähigkeit, die ihm Schaden machen kann. So kann man sich irren. So kann man sich irren. Ne? Oh, warte mal jetzt. Hier hat es richtig gut Zeug. Ja, komm. Space Marines hier an allem Start. Ich will halt diese Gebiete irgendwie haben. Ich meine, das ist direkt von meiner Haustür. Ganz im Ernst, wenn ich das aufgebe, dann stehen die direkt demnächst hier quasi wirklich in meinem Haus. Noch Dinge, die ich nicht unbedingt dann haben muss. Du gehst mal da daneben hin. Ich glaube, dass unser Alpha-Krieger hier am meisten ausrichtet.
Jo. Kann man durchaus so sehen. Kann das nicht einnehmen, solange die daneben sind. Gut, ich schicke die schon mal in diese Richtung. Kann er irgendwas Sinnvolles heilen? Er heilt die da. Und die gehen dann auch mal darüber. Für das gibt es zwar XP, aber ganz im Ernst, das ist alles auch so Wegwerf-Tyrannidenvolk. Oh ja, und das könnten wir theoretisch in Tarvigon, wenn ich wahnsinnig wäre. Bin ich zum Glück nicht. Oh Mann, da ballert's. Schwierige Angelegenheit. 3,7. Das wird ihm wehtun. Ich ziehe mich mit denen hier mal zurück, dass sie draufgehen. Und der wird es leider gerade so überleben. Oder auch nicht. Ja, das war schön. Ein bisschen Erfahrung für den Schwarmtyranten. Und wir konsumieren fröhlich weiter. Und mach's jetzt nämlich platt. So gehört sich das. Mache ich mit dem jetzt. Ich gehe. Ich wäre jetzt, hätte jetzt beinahe den Fehler gemacht und wäre jetzt dahin gegangen. Wäre fast dahin gegangen, hätte Schaden gekriegt. Wäre nicht so toll gewesen. So, problematisch ist natürlich jetzt das hier zu verteidigen. Wir müssen auf jeden Fall Truppen da lassen, die das Ganze hier für uns halten. Ich weiß noch nicht, wer das sein soll. Ach so, das hier muss ich auch noch einnehmen. Machen wir sofort. Was bringt das Ding hier eigentlich? Oh, 10% mehr Trefferpunkte. Das nehmen wir gerne mit. Das ist ein sehr, sehr nützlicher Bonus. Ich weiß nicht, was ich hier lassen soll. Das ist mein großes Problem. Ob ich jetzt hier runtergehen soll. Denn hier wohnen die ja, das wissen wir ja schon. Schwierig. Denke, es wäre ganz, ganz gut für eine Zusammenbewegung, wenn man hier so seine Leute platziert. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall das Forschungsgebäude gebaut. Jetzt fangen wir mal an hier mit der Umgebung. Und wir fangen natürlich mit derjenigen an, die am meisten hier bringt. Hier geht noch nichts. Aber ich kann ja auch mal ein bisschen Zeug ansammeln, ne? Alles andere wäre ziemlich dämlich. Carnifex Stachelsporen. Die explosiven Stachelsporen in den Panzern mancher Carnifexe können auf den Feind abgefeuert werden, wenn die Tyranneneinheit angreift. Okay, ja gut, tendenziell nicht, wenn sie Nickerchen macht oder so. So, jetzt gehört das wieder mir. Er bleibt hier und macht Heile, Heile, Segen. Du machst Heile, Heile, Segen. Hier gibt es gerade eben nichts wirklich zu Leckeres zu essen, deswegen rückst du jetzt mal wieder hier zwei Felder vor. Also ganz im Ernst, diese 25er Felder, die lasse ich mir echt gefallen. Das ist sehr nett. Hier. Ich kann den heilen, der scheint noch nicht ganz voll geheilt zu sein. Heilen. Gehst du hier hin? So, dann bitte. Ach ne, wir haben das jetzt hier endlich zerstört. Okay. Dann können wir uns jetzt endlich von hier aus verabschieden. Ich weiß bloß nicht, wie ich laufen soll. Vielleicht hier so lang.
Was ich auch testen möchte, ist kann. Habe ich das schon getestet? Ich weiß es gar nicht, dass der Stahlkraut essen kann. Müsste ich mal probieren. So, die Stadt hier macht nochmal eine Truppe Gargoyles. Ich fand die am Anfang doof, aber so doof sind die gar nicht. Man muss bloß wissen, gegen was man sie einsetzt. So, endlich ist hier Ripper-Dispersion. Erhöht den Radius. 6 Runden. Das ist schnell gemacht. Aber nicht mehr in dieser Folge, liebe Leute. Au, au, au. Wir sehen da, was da gerade eben kommt. Von den Devastators lasse ich mich jetzt gleich mal hier mal zurückfallen. Das müssen wir an der Stelle jetzt nicht erleben. Devastators hier angegriffen zu werden. Ach Gott, jetzt schaffen die es nicht hier zurück. Egal. Gut. In dem Sinne, liebe Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.